Was die meisten Patienten nicht über ihr Herz wissen, ist, wie einfach es ist, eigentlich das Herz zu schützen. Die Fachgesellschaften empfehlen, dass 30 Minuten Ausdauertraining pro Tag ausreichen, um das Leben des Herzens über Jahre hinweg zu verlängern. Und 30 Minuten am Tag ist wirklich nicht viel Zeit. Man muss keinen Marathon laufen gehen, man muss nicht im Sportverein sein. Es reicht, wenn man sich einen Hund kauft und jeden Tag 30 Minuten mit dem spazieren geht. Das schützt ihr Herz und das führt dazu, dass sie länger leben. Die Fachgesellschaften empfehlen, dass alle Männer über 40 und alle Frauen über 50 sich beim Hausarzt auf Herzerkrankungen screenen lassen. Das heißt, der Hausarzt wird anhand der vorliegenden Risikofaktoren, hoher Blutdruck, hohe Cholesterinwerte, Rauchen, Familienanamnese, anhand dessen wird er einen Summationsscore ermitteln. Das heißt, er wird Punkte addieren, die zusammen einen gewissen Grenzwert nicht überschreiten sollten. Wenn der Grenzwert doch überschritten wird, wird der Hausarzt die Patienten zum Kardiologen weiterweisen. Der Kardiologe macht nichts Schlimmes. Der Kardiologe wird immer ein EKG schreiben und wird immer den Blutdruck messen. In Abhängigkeit des Befundes wird er dann wahrscheinlich eine ergänzende Herz-Ultraschall-Untersuchung durchführen, weil die Herz-Ultraschall-Untersuchung einfach immens viele Fragen beantwortet. Wir sehen, ob das Herz gut pumpt, ob Herzklappenveränderungen vorliegen. Wir können beurteilen, ob regionale Wandbewegungsstörungen vorliegen, als Hinweis darauf, dass vielleicht eine Durchblutungsstörung vorliegt. Und wir sehen, ob der Herzmuskel eventuell verdickt ist infolge von langjährigem hohen Blutdruck als Ausdruck der Mehrleistung, die das Herz über Jahre lang leisten musste. Die klassischen Beschwerden sind ja die Angina pectoris-Beschwerden, das heißt die Enge der Brust unter Belastung. Das ist Ausdruck einer Verengung der Herzkranzgefäße und sollte weiter kardiologisch abgeklärt werden. Viele Beschwerden in der Kardiologie sind allerdings unspezifisch, gerade wenn es um die Behandlung von Rhythmusstörungen geht. Patienten mit Rhythmusstörungen können alle möglichen Beschwerden haben, angefangen bei Schmerzen der Brust, über Luftnot, über Unwohlsein, Schwindel bis hin zur Bewusstlosigkeit. Und hier ist es tatsächlich so, dass man sich als Kardiologe an das Problem herantasten muss, dass es häufig nicht unmittelbar zu eruieren ist, wo denn die Beschwerden letztendlich herkommen. Herzrhythmusstörungen können bei 20-Jährigen genauso auftreten wie bei 80-Jährigen und Herzmuskelentzündungen treffen typischerweise die jungen Sportler, die trotz einer Grippe weiter zum Training gehen, weiter Sport machen und infolgedessen dann eine Entzündung des Herzens bekommen. Das ist das typische Kollektiv, was auch ein erhöhtes Risiko für den plötzlichen Herztod hat und dringend kardiologisch behandelt werden muss. Die Entscheidung, hier im Knappschaftskrankenhaus in Bottrop eine Kardiologie zu implementieren, beruht im Grunde genommen darauf, dass das Krankenhaus ohnehin schon einen kardiovaskulären Schwerpunkt hat. Es gibt hier eine große Gefäßchirurgie, es gibt eine große Neurologie, eine große Nephrologie, eine Angiologie. Das sind alles Patienten, die schwer gefäßkrank sind, die Probleme haben mit ihren Gefäßen in den Beinen, an der Niere, im Kopf. Und da war es im Grunde genommen nur logisch und konsequent, dass man gesagt hat, zusätzlich brauchen wir auch jemanden, der sich um die Herzen und die Herzkranzgefäße kümmert, weil die Wahrscheinlichkeit, dass jemand, der kranke Gefäße in den Beinen hat, dass er auch kranke Gefäße am Herzen hat, ist einfach enorm groß. Im Grunde genommen ist das Wichtige, dass man halt neugierig ist auf Menschen. Man braucht ein Team, was bereit ist, den Neuaufbau und den Start einer Klinik mitzutragen. Das ist natürlich am Anfang viel Arbeit. Es ist ja nicht so, dass man auf etablierte Strukturen zurückgreifen kann, sondern tatsächlich muss man alles neu schaffen und dafür braucht man Mitarbeiter, die motiviert sind und die gewillt sind, den Weg mitzugehen, die gegebenenfalls auch bereit sind, mal unkonventionelle Wege mitzugehen, die bereit sind, an den Strukturen mitzuarbeiten, nicht nur das Tagesgeschäft zu absolvieren, sondern tatsächlich auch an Standards zu arbeiten und die Strukturen zu schaffen, um eine Klinik zu initiieren. Und das Zweite ist, man muss natürlich auch neugierig sein auf die bestehenden Strukturen. Man kann nicht sagen, hoppla, hier bin ich und jetzt muss alles genauso laufen, wie ich mir das vorstelle. Wir bieten alle Möglichkeiten der Koronardiagnostik und Therapie an. Das heißt, die Darstellung von Herzkranzgefäßen, die Implantation von Stents, auch von selbstauflösenden Stents, die Durchführung von intravaskulärem Ultraschall, all das ist hier schon fest etabliert. Wir implantieren Herzschrittmacher, wir implantieren Defibrillatoren, wir implantieren auch Defibrillatoren, die man halt nicht mehr durch die Vene vorbringt, sondern die man direkt unter die Haut implantiert. Wir setzen Ereignisrekorder ein, also EKGs, die unter der Haut für 3 Jahre lang Rhythmusstörungen aufzeichnen können. Wir verschließen Vorhof-Septum-Verschlüsse, wir verschließen Vorhof-Ohren bei Patienten, die keine Blutverdünnung schlucken können. Und seit dieser Woche haben wir auch die Möglichkeit der elektrophysiologischen Diagnostik. Wir können im Herzen selber Rhythmusstörungen detektieren, können die behandeln, können die Rhythmusstörungen auch veröden und beseitigen und bieten damit tatsächlich ein breites kardiologisches Spektrum an. Auch im Katheterlabor werden die Patienten mit einem grünen Tuch abgedeckt, wie im Operationssaal auch. Auch bei uns tragen wir Mundschutz und Haarnetz.
Der Unterschied ist vielleicht tatsächlich, dass wir viele Prozeduren ohne Anästhesie machen. Ganz viele der kardiologischen Prozeduren werden ja in örtlicher Betäubung durchgeführt. Die Implantation von Schrittmacher und Defibrillatoren erfordert keine Anästhesie, keine Vollnarkose. Die Herzkatheteruntersuchungen erfolgen auch mit einer örtlichen Betäubung.